Meine Damen und Herren, am Sonntagmorgen zu so einem Thema ist nicht ganz einfach, ist mir klar. Ich hoffe trotzdem, wir bringen die folgende halbe Stunde gut hinter uns. Wird nicht zu langweilig werden, verspreche ich Ihnen. Ich darf mich kurz vorstellen. Dr. Klostermann ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt aus Zwickau. Ich beschäftige mich seit der Gründung meiner Kanzlei vor 15 Jahren mit dem Gebiet des Internet-EDV-Computerrechts. Seitdem auch ständiger Linux-User und auch regelmäßiger Besucher des Linux-Tages. Deshalb vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde, den Vortrag halten zu können. Das ist immer ganz interessant, weil ich dann auch mal die Probleme mitbekomme, die Sie bewegen und die nicht so pathologisch sind, weil das muss man doch sagen, in der Rechtsanwaltskanzlei läuft halt vieles auf, was doch vielleicht schiefgelaufen ist oder man ist sehr vertragsrechtlich orientiert und da macht es immer mal Spaß zu sehen, was hier an der Universität auch diskutiert wird. Deshalb auch der Appell, dass die Möglichkeit zur Fragen zu nutzen. Seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Internet-EDV-Recht und seit 2006 auch den Fachanwalt für das Informationstechnologierecht. Und da spielt natürlich das Urheberrecht eine ganz erhebliche Rolle. Das Urheberrecht ist ursprünglich entstanden im angelsächsischen Raum mit der Erfindung praktisch, ja, eigentlich des Buchdruckes, wo es darum ging, dass zum ersten Mal Leute geistig arbeiten konnten und man dann das Problem hatte, dass wenn diese Werke kopiert wurden, die geschaffenen Werke, dass die geistige Arbeit nicht bezahlt wurde. Und da hat sich über die Jahre hinweg das Urheberrecht entwickelt, über Jahrhunderte. Und eigentlich so die Kodifizierung, also die Verrechtlichung, wie wir sie heute kennen, fing dann an so um die Jahre 1870 mit weltweiten Verträgen über Urheberrecht und urheberrechtliche Rechtsfragen. Müssen Sie sich also vorstellen, da kamen Staaten zusammen und haben gemeinsam das Problem gelöst, wie geistige Leistungen, die erbracht werden, bezahlt werden. Und das Ganze hat sich dann über die Jahre entwickelt bis zum heutigen Urheberrecht und aktuell stellt sich halt die Frage, wie können wir die digitale Revolution, die Erfindung des Internet, die Erfindung der elektronischen Dokumente, wie können wir die in das Urheberrecht gerecht integrieren und heute eben zur Frage Computerprogramme, Open Content, Open Access, was machen wir damit? Das Urheberrecht bezweckt den Schutz geistiger Leistungen. Das heißt, alles, was ich geistig erschaffe, und was ein geistiges Werk darstellt, das soll geschützt werden. Und geschützt werden dadurch anders als im Patentrecht. Im Patentrecht liegt der Fokus auf technische Lösungen. Das Urheberrecht schützt die geistigen Leistungen und darunter fallen Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme. Jetzt werden Sie sich wundern, was hat das denn miteinander zu tun? Sprachwerke, Schriftwerke, Reden, Computerprogramme. Das ist ganz einfach. Wir haben Schwierigkeiten, die digitale Revolution so in das Rechtssystem einzuordnen. Und da sind die Leute in den 80er Jahren, haben sie die Entscheidung getroffen. Wir haben lange diskutiert, in den 80er Jahren packen wir die ganze EDV-Geschichte, packen wir das zu dem Patentrecht als technische Lösung, weil es ja eigentlich, das war so der mehr hardwareorientierte Ansatz, weil es mehr mit Maschinen zu tun hat. Und dann kam am Anfang der 80er Jahre kam dazu, dass zum ersten Mal Software als solche verkauft wurde, ein Marktgut war. Und wenn man diese Software verkaufen wollte, fehlte dieser Aspekt, dass da eine Maschine mit dran hängt. Deshalb konnten wir das nicht ins Patentrecht mit reinpacken. Und da hat man gesagt, ja, also Computerprogrammieren hat ja auch was mit Sprache zu tun, wenn sie auch recht seltsam ist. Aber wir packen es mal zu den Sprachwerken. Und da fiel Anfang der 90er Jahre die Entscheidung durch eine berühmte BGH-Rechtsprechung, dass der Schutz von Computerprogrammen im Urheberrecht zuzuordnen ist als persönliche geistige Leistung. Das Ganze wurde dann umgesetzt, kodifiziert in eigenen Paragraphen. Aber so kam es, dass wir in diesen Bereich kamen. Das Urheberrecht schützt daneben hinaus noch Werke der Musik, pantomimische Werke, Tanzkunst und so weiter. Und auch Lichtbilder und Filmwerke, da kommen wir später noch zu, bei der Frage, wie kann ich Lichtbilder und Filmwerke auf die Webseite nehmen. Aber Sie sehen, da ist das mit einzuordnen. Computerprogramme genießen gesetzlichen Schutz in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. Also sobald Sie anfangen, ein Computerprogramm zu entwerfen, und sei es auch, wenn Sie erstmal die Planungen machen und auch die ersten Grundsätze niederschreiben, fängt es an, den Schutz zu bekommen. Auch das Entwurfsmaterial, was Sie möglicherweise speichern, abspeichern, steht schon unter Urheberschutz. Also nicht erst das fertige geistige Werk, sondern alle Entwicklungsschritte. Und der gewährte Schutz gilt auch für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Also sowohl der Quelltext, wie auch die kompilierte Form, wie alles andere, das genießt schon den urheberrechtlichen Schutz. Davon zu unterscheiden haben wir
die Ideen und Grundsätze, die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den Schnittstellen zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze, die sind nicht geschützt. Das heißt, die theoretische Überlegung, der Algorithmus, die Idee hinter einem Programm, da haben Sie keinen Urheberrechtsschutz. Der ist so nicht schützbar. Das heißt auch für Sie, Sie können die Ideen, die hinter einem anderen Computerprogramm sitzen, jederzeit in Ihrem Programm verarbeiten. Denn das Urheberrecht geht davon aus, dass nicht nur der gesamte technische Lösung geschützt ist, sondern nur das Programm in seiner tatsächlichen Form. Das ermöglicht Ihnen auch grundsätzlich Neubearbeitung, Weiterbearbeitung im Rahmen dessen, wie es für Computerprogramme niedergelegt sind. Deshalb brauchen Sie sich, wenn Sie Ideen und Grundsätze nehmen, Lösungsmöglichkeiten nehmen, brauchen Sie sich noch keine Gedanken zu machen, ob Sie da Urheberrecht verletzen. Computerprogramme werden nur geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinn darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Also ganz einfache Programme, die nur technische Funktionen nachbilden, die sind noch nicht geschützt, sondern da muss schon ein gewisser geistiger Hintergrund da sein, eine gewisse geistige Anstrengung. Nicht relevant sind andere Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische Kriterien, sondern das Computerprogramm, das läuft, ist im Grundsatz, fällt unter das Urheberrecht. Wichtig ist, dass Sie das Urheberrecht so verstehen, dass der Schutz schon entsteht durch die Schaffung des Werkes. Das heißt, Sie brauchen es nirgendwo zu registrieren, Sie brauchen es nirgendwo zu veröffentlichen, Sie brauchen es nirgendwo auszuprobieren. Es entsteht alleine dadurch, dass das Werk geschaffen wird, wie jedes andere Urheberrecht. Also auch das unveröffentlichte Werk Ihres Kollegen, das er schon entworfen hat, ist urheberrechtlich geschützt. Und dann kommt immer in der Frage, aber was bedeutet denn, oder haben viele den Eindruck, weil sie dieses C-Zeichen sehen, woher kommt das denn und warum wird das verwandt? Das hat eine Bedeutung, das kommt aus dem angloamerikanischen Rechtskreis. Es gibt tatsächlich in Südamerika und in einigen Ländern, Bundesstaaten der USA, gibt es das Prinzip, dass man zum Ausdruck bringen muss, ob ein Werk, was man geschaffen hat, eine geistige Leistung geschützt sein soll oder nicht. Und da setzt man dann, da kriegt man nur den urheberrechtlichen Schutz, wenn man dieses Zeichen verwendet. Und alle anderen Werke sind grundsätzlich frei verwendbar in diesen Staaten. Und dafür hat das eben die Bedeutung. Aber hier im europäischen Rechtskreis brauchen Sie dieses C, dieses Copyright nicht. Und das heißt auch, Sie dürfen nicht davon ausgehen, wenn das Copyright-Zeichen fehlt, dass Sie dieses Werk ohne weiteres verwenden dürfen. Sondern das ist nach wie vor geschützt, von Anfang an bis zum Ende. Wir haben ja das Problem, was ist mit freier Software? Welche Probleme stellen sich da? Freie Software ist ein Computerprogramm und es ist grundsätzlich auch geschützt. Und der Urheber kann bestimmen, wie er diese Software verwenden möchte, wie er die veröffentlichen möchte. Und zunächst mal ist derjenige, der das Computerprogramm schreibt, der Schöpfer des Werkes und ist damit der Urheber. Das heißt, wenn Sie ein Programm alleine schreiben, sind Sie der alleinige Urheber und dürfen dies auch dann bestimmen, wie Sie diese Software verwenden, unter welcher Lizenz Sie diese Software veröffentlichen, ob Sie die überhaupt veröffentlichen, all diese Rechte stehen Ihnen zu. Dann ist es aber natürlich so, im Bereich der Software arbeitet man ja meistens zusammen, insbesondere bei der Schaffung von freier Software über das Internet arbeitet man zusammen. Und das birgt besondere Probleme, denn haben mehrere ein Werk geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Das heißt, jeder, der einen Beitrag leistet zur Schaffung von Software eines Programmes, ist Miturheber. Da kommt es nicht darauf an, welchen Anteil er hat. Es kann auch ausreichen, dass er eine Codezeile geliefert hat. Mit dieser Codezeile, die dann dort verwendet wird, haben Sie einen Miturheber in Ihrem urheberrechtlich geschützten Werk. Und das heißt, Sie müssen eine Regelung treffen, wie Sie sich mit diesem Miturheber einigen. Denn das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu. Zur gesamten Hand heißt, die Miturheber müssen gemeinsam entscheiden,
müssen einen Modus finden, wie sie sich abstimmen. Wenn sie keinerlei Regelung dazu finden, müssen sie sich immer für jedes einzelne Problem absprechen. Und da haben Sie ein Problem, was insbesondere im Bereich der gemeinsam geschaffenen Software wirklich zum Tragen kommt, dass Sie diese Dinge unter sich regeln müssen. Sie kann auch darin bestehen, dass Sie sagen, da gibt es einen Projektleiter, der soll das alleine bestimmen. Sowas ist möglich. Aber eine solche Regelung müssen Sie einfach treffen. Denn zum Beispiel Änderungen des Werkes sind auch nur mit Einwilligung der Miturheber zulässig. Das heißt, wenn Sie diese einmal geschriebene Software abändern möchten, weiterentwickeln möchten, dann geht das grundsätzlich nur mit Einwilligung der Miturheber. Freie Software, kommen wir noch drauf, gibt es da andere Regelungen, aber das müssen Sie erst einmal miteinander verstehen. Ebenso bei Verletzungen der Software können Sie nur gemeinsam mit allen Miturhebern klagen. Das heißt, es müssen sich alle Leute, die an dem Programm mitgewirkt haben, darüber einig sein, dass ein Gerichtsprozess angefangen werden soll, diese Miturheberschaft, diese Verletzung der Urheberschaft, beispielsweise auch der GPL, zu verfolgen und einen Gerichtsstreit anzufangen. Und das machen Sie mal bei einem mittelgroßen Projekt aus dem Bereich der freien Software. Da gibt es dann auch Lösungen wieder, dass Sie einen Projektleiter damit beauftragen, der das dann im Ganzen wahrnimmt. Das ist auch schon durchgesetzt worden vor deutschen Gerichten. Berühmtes Beispiel sind da die Verletzungen der GPL wegen Routersoftware. Wenn die Firmen Routersoftware einsetzen, wenn dort freie Software verwendet wird, dann muss ja grundsätzlich der Text der GPL mitgeliefert werden und vor allen Dingen muss die Routersoftware, der Programmcode dieser Routersoftware offengelegt werden, auf Anfrage zumindest. Und das haben verschiedene Firmen nicht gemacht und da gab es schon einige erfolgreiche Durchsetzungen und einige erfolgreiche Gerichtsauseinandersetzungen, wo diese Firmen dann verurteilt wurden, einerseits die Lizenz mitzuliefern, andererseits den Quellcode eben offenzulegen. Das können sie also machen. Aber in diesem konkreten Fall war es auch ganz große Frage, wer ist denn überhaupt berechtigt, wer hat denn diese Router-Software ursprünglich geschrieben? Und da war es so, dass sich ein Kläger, also der dann geklagt hat, hat sich entsprechend ermächtigen lassen von den anderen Miturhebern und hat das weiterverfolgt. Aber vor diesem Problem stehen Sie eben, wenn Sie diese Miturheberschaft haben. Weitere Frage, wer ist Urheber, wenn Sie jetzt in einem Anstellungsverhältnis sind? Oder Sie beschäftigen Leute, wer ist denn dann Urheber? Viele denken dann automatisch, dass die Software, die Urheberrechte an der Software dem Betrieb gehören. Das ist keineswegs so. Urheber ist zunächst mal derjenige, der die Software schreibt. Das ist seine persönliche geistige Leistung. Und jetzt müssen Sie Mechanismen finden, dass diese Urheberschaft von dem Programmierer auf den Betrieb übergeht. Das kann man entweder, indem der Programmierer, derjenige, der die Software schafft, die entsprechenden Rechte an seinen Betrieb überträgt, im Wege des Arbeitsvertrages beispielsweise, dass dann drinsteht, die Arbeitsergebnisse stehen dem Betrieb zu. Wenn das nicht gemacht wird, gibt es eine Auffangvorschrift im Gesetz, da steht drin, dass wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen. So ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist. Sie dürfen aber nicht denken, da ist doch gar kein Problem dann mehr, da besteht doch gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Die Vorschrift hat es in sich. Weil einerseits steht dort, dass ein Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben gehandelt haben muss. Wir haben folgende Probleme. Arbeitnehmer ist nur derjenige, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Das heißt, wenn Sie als Student zur Aushilfe, als Praktikant arbeiten, als freier Mitarbeiter arbeiten, sind Sie kein Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes. Der Arbeitgeber hat ein Problem, weil mit diesem Personenkreis, da kann er sich nicht auf diesen Paragraphen berufen. Das ist also eine ganz, ganz enge Vorschrift, die dazu führen kann, dass der Arbeitgeber gar nicht Inhaber der Urheberrechte geworden ist. Außerdem geht da ja nur über die Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse. Das werden wir gleich sehen. Es gibt nämlich Ansprüche des Urhebers, die können überhaupt nicht übertragen werden.
Das müssen Sie also, wenn Sie in einem entsprechenden Betrieb arbeiten, dann auch entsprechend vorsehen und beachten. Das dritte Problem ist natürlich, wenn der Arbeitnehmer, der die Software schreibt, seinerseits Software verwendet, die schon ein anderer geschrieben hat, die man sich aus dem Internet holt, Bibliotheken. Ja, ist ja ganz logisch, Sie erfinden ja nicht jedes Mal das Rad neu. Dann ist nicht derjenige, der bei Ihnen arbeitet, Urheber, sondern derjenige, der die Software ursprünglich geschrieben hat, der im Internet diese Software bereitgestellt hat. Der bleibt natürlich Urheber. Und da müssen Sie ganz sauber trennen, unter welcher Lizenz war das denn? Gab es überhaupt eine Lizenz, dass ich diese Software verwerten kann? Und wie ist diese Lizenz dann geschaffen in meinem Werk, dass ich die verwenden darf? Deshalb ist ein ganz großes Problem immer, wenn Sie solche Software-Unternehmensbewertungen haben zum Beispiel oder Risikobewertung von Unternehmen, dass man fragt, habt ihr Überblick, welche Teile von Software in eurem Produkt enthalten ist? Ist da Open-Source-Software verwendet? Insbesondere Software, die unter der GPL steht, weil die GPL hat ja diesen viralen Charakter, dass sie sagt, jedes Mal, wenn du einen Teil von Software verwendest, die unter der GPL steht, musst du dein gesamtes Werk auch unter die GPL stellen. Wenn Sie solche Software verwendet haben, ist das natürlich ein enormes Haftungsrisiko, insbesondere wenn Ihr ganzer Geschäftsbetrieb darauf beruht, dass Sie mit dieser Software, mit dem Verkauf dieser Software Geld verdienen möchten. Denn Sie wissen, unter der GPL darf die Software selber nichts kosten, sondern nur die Transportkosten und die Weitergabekosten. Dafür können Sie Geld verlangen. Und für die Beratung und für die Implementierung, aber nicht für die Software als solche. Ja, und da müssen Sie eben darauf achten, wer ist Urheber in Arbeitsverhältnissen, eben konkrete Arbeitnehmer. Und mit dem sollten Sie dann entsprechende urheberrechtliche Vereinbarungen treffen. Das ist auf Dienstverhältnisse entsprechend anzuwenden. Das betrifft so Dienstverhältnisse im öffentlichen Dienst. Aber auch da haben wir das Problem der freien Mitarbeiter, der nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und so weiter. So, und was macht das Urheberrecht jetzt? Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Das sagt zunächst mal nicht viel oder nicht klar, aber wir unterscheiden. Einerseits gibt es sogenannte Persönlichkeitsrechte im Urheberrecht. Diese Persönlichkeitsrechte sind beispielsweise die Anerkennung der Urheberschaft und die Namensnennung des Urhebers. Die können nach europäischem Recht nicht aufgegeben werden und auch nicht aufgegeben werden. Im angloamerikanischen Recht ist das anders. Da können Sie auf solche Rechte verzichten oder diese Rechte abtreten. Im europäischen Rechtskreis ist das nicht der Fall. Und das hat dann zur Folge, dass die Entscheidung zur Veröffentlichung, das ist Teil des Urheberpersönlichkeitsrechts. Also ob überhaupt dieses Werk, diese Software, dieses Foto, dieses Textwerk veröffentlicht werden soll, das kann nur der Urheber alleine treffen. Die Anerkennung der Urheberschaft ist ebenfalls ein unveräußerliches Recht des Urhebers und hat insbesondere Auswirkungen, wenn Sie Webseiten schreiben, beispielsweise die Nennung des Fotografen. Dem können Sie nicht entgehen. Der Fotograf kann darauf verzichten, aber er hat einen Anspruch auf Anerkennung der Urheberschaft. Und es gibt einen Schutz vor Entstellung des Werkes. Das heißt, der Urheber kann, wenn Sie das Werk nehmen und weiter bearbeiten, kann er Ihnen das untersagen, selbst wenn er eine entsprechende Nutzungslizenz eingeräumt hat, indem Sie das Werk verfälschen. Etwas anderes ist die Verwertungsrechte. Die können Sie abgeben, die können Sie auch an Ihren Arbeitgeber abtreten oder an Ihren Kunden abtreten. Da geht es um Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellungsrecht und so weiter. Und an diesen Werken, an den urheberrechtlich geschützten Werken, kann auch ein Nutzungsrecht eingeräumt werden. Das ist dann eben das berühmte Lizenzmodell, wo Sie dann sagen, du darfst diese Software nutzen, du darfst die verbreiten, du kriegst eine exklusive Lizenz, du kriegst eine nicht exklusive Lizenz. Da können Sie vertragliche Regelungen drüber treffen. Wichtig ist, dass Sie noch Folgendes verstehen, das Urheberrecht selber ist nicht übertragbar, auch nicht durch eine Lizenz. Wie gesagt, es gibt unveräußerliche Rechte, Sie können Nutzung übertragen. Wenn ich jemanden Nutzungsrechte einräume, heißt das aber, ich habe weiterhin für mich selber auch noch Nutzungsrechte? Ganz wie Sie die Nutzungsrechte gestalten. Sie können ein nicht exklusives Nutzungsrecht einräumen. Ein nicht exklusives Nutzungsrecht, das heißt, dann können Sie an beliebig andere, weitere Leute dieses Nutzungsrecht auch vergeben. Oder Sie räumen ein exklusives Nutzungsrecht ein, das heißt, dann hat nur derjenige, dem dieses exklusive Nutzungsrecht zusteht,
Anspruch darauf, das zu nutzen. Und damit verlieren Sie einschließlich Ihr eigenes Nutzungsrecht. Ja. Das heißt, da müssen Sie drauf achten. Das ist dann die Frage der sogenannten Lizenz. Kommen wir gleich, wenn wir diesen ganzen allgemeinen Teil durch haben. Also das Urheberrecht selber ist nicht übertragbar. Sie können Nutzungsrechte einräumen. Anders ist das im angelsächsischen Rechtsraum. Da gibt es die Möglichkeit, das Urheberrecht ganz aufzugeben. Das ist dann das sogenannte Public Domain Programm. Public Domain heißt, das unterliegt keinem Urheberrecht mehr, sondern das ist frei zur Nutzung durch die Öffentlichkeit. Und wichtig ist, dass Sie Folgendes verstehen. Nutzungsrechte werden durch Vertrag eingeräumt. Und das müssen Sie deshalb verstehen, weil dieses ganze Gerede von Lizenzen, von Computerprogrammen, den Begriff Lizenz gibt es im deutschen Recht eigentlich nicht. Eine Lizenz ist nichts anderes als ein Vertrag, den Sie schließen. Und ein Vertrag heißt, da gibt es jemanden, der formuliert den Vertrag vor und ein anderer sagt, ja, unter diesen Bedingungen bin ich bereit, diesen Vertrag abzuschließen. Und eine Computerlizenz ist nichts anderes als ein solcher Vertrag über eine mögliche Nutzung. Und das heißt, Sie haben auch den Begriff der Vertragsfreiheit und Sie können diese ganzen Lizenzen, die Sie einräumen, können Sie gestalten, im Grunde relativ frei gestalten, so wie Sie es wollen. Die Frage war nach einer exklusiven Nutzung, nicht exklusiven Nutzung. Sie können sagen, du darfst das territorial begrenzt nutzen, also beispielsweise in der Europäischen Union oder nur in Deutschland oder nur in Süddeutschland. Sie können aber auch sagen, du darfst das nur in deinem Betrieb nutzen, du darfst das nur als Einzelperson nutzen oder du darfst das in deinem Betrieb und angeschlossenen Gesellschaften nutzen. Sie können auch sagen, du kriegst jetzt eine Lizenz für ein Jahr. Das ist eine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer. Sie können auch diese berühmten Concurrent-User-Lizenzen schaffen. Du darfst das nur nutzen im Umfang von 5 Personen gleichzeitig oder 1000 gleichzeitigen Zugriffen. Da sind Sie relativ flexibel. Und das ist die Kunst. Sie wollen ja mit dieser Lizenz etwas erreichen. Entweder erreichen Sie, dass das Computerprogramm möglichst breit gestreut wird oder dass das möglichst viele an der Entwicklung bearbeiten. Das ist ja der Vorteil von GPL-Software, dass die Software von vielen Leuten geändert und benutzt werden kann, weiterentwickelt werden kann. Oder Sie sagen, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, dann müssen Sie fragen, womit verdienen Sie Geld, warum zahlen die Leute Geld für Ihre Software, weil Sie es zeitlich nutzen können oder weil Sie ein bestimmtes Bedürfnis haben, das gleichzeitig zu nutzen, wie regenerieren Sie diese Zahlungsansprüche, das können Sie alles durch den Vertrag nutzen. So, aber im Urheberrecht ist es so, dass die Leute und insbesondere die Juristen sehr schnell festgestellt haben, dass die Leute das gar nicht so im Fokus haben. Gerade Sie als Techniker wollen ja Software haben und wollen die nutzen. Und da ist es oftmals so, dass gesagt wird, kannst du mir mal die Software rüberschicken und dann wird sie weitergegeben und übertragen. Und jetzt ist es ja eigentlich so, wenn ich gesagt habe, man darf ohne entsprechende Lizenzvereinbarung Software nicht nutzen, dass Sie damit gar nichts anfangen dürften. Und deshalb hat der Gesetzgeber für urheberrechtliche Werke, das Problem haben Sie nicht nur bei Softwareprogrammen, sondern das ist ein allgemeines urheberrechtliches Problem, hat er eine Vorschrift geschaffen, dass wenn keine Vereinbarung über die Nutzung geschlossen ist, dann bestimmt sich die Art und Reichweite des Nutzungsrechts nach dem von den beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck. Sie schließen also praktisch stillschweigend einen entsprechenden Vertrag, du darfst das nutzen und in dem Vertragszweck dürfen Sie das dann auch benutzen. Ja, also wenn Sie beispielsweise den berühmten Router kaufen, da ist Software drin, da brauchen Sie ja eigentlich einen Vertragsschluss über die Nutzung der Software. Und wenn dieser Vertragsschluss nicht zustande kommt, dann gilt das halt, dann dürfen Sie die Software so nutzen, wie es einem normalen Routergebrauch entspricht. Ja? So. Und jetzt kommen wir mal zur freien Software. Bei freier Software müssen wir ja unterscheiden. Es gibt einerseits die freie Software, das Beispiel ist die GPL. Die GPL bestimmt in ihren Nutzungsbedingungen, Sie wissen jetzt, das ist ein Vertrag, nichts anderes als, du darfst diese Software nutzen, für jeden Zweck. Mache ich dir überhaupt keine Einschränkung, weltweit, zeitlich unbegrenzt, in unbegrenzter Menge. Du darfst diese Software auch kopieren, du darfst diese Software auch abändern. Alles das ist Ihnen erlaubt unter der GPL. Sie dürfen auch Teile der Software nutzen, auch das ist möglich. Sie dürfen auch Teile der Software in Ihr Projekt einbauen. Allerdings müssen Sie Folgendes beachten. In dem Moment, wo Sie die Software wieder veröffentlichen, müssen Sie auch Ihrerseits Ihren Programmcode, den Sie geschaffen haben und an dem Sie ja
urheberrechtlichen Schutz beanspruchen können, müssen sie unter die GPL stellen. Und es ist nicht möglich, davon abzuweichen. Das ist dieser sogenannte virale Effekt der GPL, dass sobald ich ein Stück freier Software, der unter der GPL steht, nutze für mein Projekt, habe ich gleichzeitig vorgegeben, dass die GPL wieder verwendet werden muss, wenn diese Software veröffentlicht wird. Veröffentlicht. Also wenn Sie es nur intern nutzen, greift das noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass Sie diese Software dann nicht nutzen dürften, wenn Sie es nicht freigegeben haben. Das sagt die GPL auch nicht, sondern sie sagt nur, wenn du es wieder veröffentlicht, musst du es unter die gleiche Lizenz stellen. Und weil das einigen, insbesondere Industriebetrieben, schwerfällt, wenn sie Software entwickelt haben und sie dann diese Software nutzen wollen als Betriebsgeheimnis oder als Teil ihres Geschäftserfolges, gibt es halt andere Open Source und Lizenzen freier Software. Wobei jetzt mal, ob das dann freie Lizenzen sind oder nicht, da streitet man sich halt drüber. Nehmen wir den Begriff Open-Source-Lizenzen, wobei Open-Source nur sagt, du musst diesen Quelltext offenlegen. Eine andere Definition gibt es ja nicht. Da haben wir zum Beispiel die BSD-Lizenz, die ist dort sehr flexibel, die sagt im Grunde nur Folgendes. Du kannst diese Software nehmen, du kannst sie bearbeiten und ich mache dir keine weiteren Vorschriften. Die BSD-Lizenz kommt aus der Universität Berkeley. Und hat zum Hintergrund, dass man sagte, diese Entwicklung, diese BSD-Software, die hat der kalifornische Staat einmal aus Steuergeldern bezahlt. Und damit ist es Teil der öffentlichen Sphäre geworden und deshalb sollen da keine weiteren Vorschriften mehr drauf stehen. Im Grunde ist es nur, dass sie irgendwo darauf hinweisen müssen in der Software, dass es eine BSD-Lizenz ist. Auch freier als die GPL ist die Apache-Software-Lizenz. Die kommt vom Apache-Server und die sagt im Grunde, okay, du darfst diese Software nutzen, du darfst sie auch einbauen. Wir machen dir da keine weiteren Vorschriften. Die ist also sehr viel nicht so viral gestrickt im Sinne der GPL. Und so haben sie dann die Möglichkeit für ihr Projekt, wenn sie es denn haben, so weit gediehen haben, dass sie es veröffentlichen wollen, dass sie sich die Frage stellen müssen, unter welche Lizenz stelle ich die? Und da müssen Sie am Anfang eines Projektes sich grundsätzlich entscheiden, ob Sie GPL-Software nutzen, denn dann ist die Frage beantwortet. Dann gibt es für Sie zur Veröffentlichung nur die GPL-Lizenz. Oder Sie nutzen eben Software, die unter einer anderen Lizenz steht, BSD-Lizenz, Apache-Lizenz und so weiter, und gucken nach, passt die denn auf mein späteres Geschäftsmodell. Aber wichtig ist, dass Sie sich diese Frage zu Anfang stellen. Das ist oft ein Problem, dass die Frage, erstmal entwickelt man los, und wenn dann der Anwalt fragt, wenn das Projekt steht, nach anderthalb Jahren Arbeit, habt ihr denn GPL-Software verwendet? Erstens mal ist das vielleicht gar nicht mehr dokumentiert. Dann fängt man an, den Quelltext durchzugucken. Und dann stellt man fest, dass man doch vielleicht auf diese Software lieber verzichtet hätte, weil das nicht zum Geschäftsmodell passt. Dann müssen Sie wieder anfangen, neu zu arbeiten. Das ist, oder diesen Code zu ersetzen. Das ist eine enorme Menge Arbeit. Wenn Sie Software-Lizenzen verletzen, dann hat der Urheber das Recht, gegen Sie im Wege der einstweiligen Verfügung vorzugehen. Und das heißt, Sie kriegen von heute auf morgen ein Verbot, ein gerichtliches Verbot bei Meidung von ganz erheblichen Strafzahlungen bis zu 250.000 Euro pro Einzelfall, den Verkauf oder die Verbreitung zu stoppen. Und das kann natürlich böse enden für Ihren Betrieb. Wie sieht es denn jetzt im umgekehrten Fall aus, wenn ich meine Software unter die GPL stellen möchte, aber ich Software mit einbinde, die unter BSD oder unter Apache steht? Wie muss ich denn das kennzeichnen? Geht das überhaupt? Oder? Das ist nicht so das Problem, weil die BSD-Lizenz Ihnen da gestattet, die Software so zu verwenden, wie Sie es möchten. Sie müssten nur einen Hinweis anbringen, dass das BSD-Teil ist, ja, im Quellcode entsprechend. Ja. Das sind eben die Möglichkeiten, die Sie haben bei Einsatz von Open-Source-Software. Jetzt gehen wir mal zu Open-Content. Ist ja auch ein Thema. Sie schreiben wissenschaftliche Arbeiten, einen Artikel oder einen Roman, ist ja alles möglich. Wollen Reiseberichte veröffentlichen und dann sagen Sie, das gefällt mir so gut, soll jeder weiterschreiben oder soll jeder verwenden können. Dann stellen Sie das unter eine Open-Content-Lizenz. Weil auch Sprachwerke, auch wissenschaftliche Werke, Datenbanken, Aufzeichnungen, Doktorarbeiten, Diplomarbeiten stehen ja alle unter einem urheberrechtlichen Schutz.
Jedenfalls, solange sie Ausdruck eigener geistiger Leistung sind, was ich mal voraussetze. Da haben Sie Folgendes: Wenn Sie im angelsächsischen Rechtssystem sind, können Sie auf das Copyright verzichten. Public Domain stellen sind wir aber nicht. Wir sind im deutschen Urheberrecht. Das heißt, Sie müssen Nutzungsrechte einräumen. Sie müssen wieder einen Vertrag anbieten, eine Lizenz. Und diese Vertragsbedingungen müssen Sie demjenigen, der den Open Content nutzen soll, entsprechend mitteilen. Also, wenn Sie eine Arbeit veröffentlichen möchten, ein Buch unter Open Content, dass Sie sagen, der soll möglichst weit verbreitet werden, soll auch überall zitiert werden dürfen, dann müssen Sie irgendwo in diesem Werk vorne, hinten anbieten, du kannst dieses Werk unter der Lizenz Open Content nutzen. Und derjenige, der dann das Buch, nehmen wir mal an, Ihre Diplomarbeit kauft und es liest, der braucht noch nicht die Open Content Lizenz. Der braucht sie erst, wenn er dieses Werk weiter verbreiten möchte. Und zwar außerhalb des Rahmens, der sowieso schon vom Urheberrecht abgegolten ist. Also beispielsweise das Werk nachdrucken oder verteilen möchte oder verschenken möchte und so weiter, dann braucht er diese Open-Content-Lizenzen und dann ist er allerdings darauf angewiesen, an dem Vertrag, den Sie vorgegeben haben, an den Vertragsbedingungen. Er kann nicht einfach sagen, das ist Open-Content und ich mache mal so, wie ich mir das denke, sondern er ist daran angewiesen. Und Sie müssen darauf achten, eben diese Nutzungsrechte genau zu definieren. Und eben darauf achten, dass manche Urheberrechte nicht übertragbar sind, aber das lassen wir mal. Und deshalb gibt es auch im Bereich des Open Contents doch Schwierigkeiten, dort zu bestimmen, wie man solche Texte veröffentlicht. Da gab es die Wikipedia, die war zunächst veröffentlicht unter der GNU-Dokumentenlizenz, sind aber jetzt umgeschwenkt und zurzeit am häufigsten mitgebraucht werden die Creative Commons Lizenzen. Und diese Creative Commons Lizenzen bieten verschiedene Lizenztypen an, die im Grunde ähnlich sind, aber sich unterscheiden in gewissen Dingen. Und zwar gibt es da eine Typ 1, die schreibt nur vor, du darfst diesen Text gebrauchen, frei verteilen, musst nur immer sagen, dass ich der Autor bin, der ursprüngliche. Das ist die freieste. Dann gibt es die Lizenztyp 2, der schreibt im Grunde zusätzlich zu den allgemeinen Dingen vor, Namensnennung, Weitergabe unter den gleichen Bedingungen. Das wäre sowas wie die GPL. Ja? Das heißt, du musst mich als Autor nennen und außerdem, wenn du was dazu schreibst oder das veränderst, musst du es unter die gleiche Lizenz stellen, eben diesen Lizenztyp 2, Creative Commons. So, dann gibt es den Lizenztyp 3, Namensnennung, keine Bearbeitung. Das heißt, wenn du diesen Text verwendest, wenn du den weiterverbreiten willst, musst du mich als Autor nennen und du darfst den Text auf keinen Fall bearbeiten. Das bietet sich unter anderem an, vielleicht für technische Produktbeschreibungen oder sonstige Arbeiten. Nicht? Denn da haften Sie ja durchaus auch für die Richtigkeit und wenn dann jeder drin arbeiten kann und das umschreiben kann, dann gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten. Lizenztyp 4 stellt unter die Bedingung Namensnennung und nicht kommerziell, das heißt, da dürfen Sie den Text veröffentlichen, weiterverbreiten, müssen allerdings den Namen des Autors nennen, also Ihren, und Sie gestatten das nur für den nicht kommerziellen Gebrauch. Und da ist natürlich die Frage, was ist nicht kommerziell? Ist nur der Verkauf als Buch, als Dokument, ist das kommerziell oder zählt auch der Gebrauch im Unternehmen als kommerziell? Also beispielsweise wieder dieses Beispiel technische Beschreibung, wenn Sie das dann das unter die Lizenz stellen, nicht kommerzieller Gebrauch und die kommerziellen sollen mir eine gewisse Entschädigung zahlen, dann haben wir natürlich dieses Abgrenzungsproblem. Oder auch wenn Sie etwas nutzen wollen, unternehmensintern. Die Rechtsprechung kommt Ihnen da etwas zu Hilfe, indem sie sagt, naja, auch diese Creative Commons gilt ja im Grunde wieder für das Veröffentlichen, für das Verbreiten und solange das ein abgegrenzter Personenkreis ist, wie es in einem Unternehmen ist, dann ist das noch kein Veröffentlichen und Verbreiten im Sinne des Urheberrechts, muss man immer auf den Einzelfall gucken. So, dann haben wir den Lizenztyp 5, Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Und Lizenztyp 6, Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen die Creative Commons Lizenzen geben. So, und dann haben wir als letztes die Lichtbilder. Lichtbilder werden wie Lichtbildwerke geschützt. Für Nutzung ist ebenfalls vertragliche Vereinbarung Lizenz nötig und das Recht auf Nennung des Urhebers Herkunft hat auch der Lichtbildhersteller. Wichtig ist hier Folgendes, insbesondere muss ich Sie da warnen, wenn Sie Lichtbilder verwenden in Ihren Dokumentationen oder auf Ihrer Webseite. Lichtbilder werden unabhängig davon,
ob die irgendeine persönliche geistige Leistung darstellen, geschützt. Ich erkläre das immer so plastisch. Ich hatte Ihnen gesagt, das Urheberrecht ist so 1870 entstanden, kodifiziert worden vertraglich. Und wenn Sie sich erinnern, erinnern können Sie sich nicht, aber vorstellen, was damals eine Fotografie bedeutete, ja, das war noch mit Glasplatten und mit stundenlang stillstehen und dann entwickeln, das war schon eine wirklich Kunst, das erforderte geistige Leistung. Das hat heutzutage mit dem Handyknipsen nichts zu tun. Und damals hat man halt gesagt, Fotografie, das ist von vornherein so technisch und so kompliziert, das stellen wir unter Urheberrecht, weil es immer eine geistige Leistung darstellt. Und jetzt ist das einmal in den ganzen weltweiten Verträgen geschützt und dementsprechend hat man das da drin, dass Lichtbilder wie Lichtbildwerke geschützt werden. Und ohne Prüfung, ob das eine persönliche geistige Leistung da ist, gelten Lichtbilder als geschützt. Ich musste mal einen Prozess führen, da hatte ein Webseitengestalter einfach Wolken aus dem Internet genommen, die ganz einfach so fotografiert waren, so Schäfchenwolken. Ja? Hatte keine Lizenz dafür, wurde auf Unterlassung in Anspruch genommen. Hat er mir gesagt, hätte ich doch selber machen können, meine ich, ja, hättest du mal machen können. Hast du aber nicht. So, und deshalb ist es so, wenn Sie Webseiten gestalten und sagen, ich möchte so ein bestimmtes Bild darauf haben und Sie haben das im Internet gefunden, überlegen Sie sich, ob Sie das Foto nicht selber fotografieren. Denn das Motiv nochmal nachzustellen, das ist Ihnen ja nicht verboten. Das ist wie bei der Software. Ideen werden nicht geschützt. Geschützt wird nur das konkrete Werk. Und deshalb, wenn das nicht allzu anspruchsvoll ist, das Foto, stellen Sie es nach, fotografieren Sie es halt nochmal. Das passiert dann meistens so mit einfachen Gestaltungsdingen. Wissen Sie, so eine Zeitung auf dem Tisch, da muss man doch kein Foto aus dem Internet nehmen. Das kann man doch selber machen. Und wichtig ist eben, dass Sie dann dokumentieren, wer das Foto für Sie gemacht hat oder woher Sie es haben. Und wenn das Foto wirklich so einen hohen geistigen Anspruch hat, dass Sie sagen, das kriege ich selber nicht hin, dann sollten Sie auch so ehrlich sein, dem Fotografen entsprechend zu entschädigen. Was bei diesen ganzen Fotodatenbanken im Internet, worauf Sie dort achten müssen, ist Folgendes. Immer genau die Lizenz durchlesen. Ja, wenn da steht freie Fotos und dann steht irgendwo in den Lizenzbedingungen, aber nur für den nicht kommerziellen Bereich und Sie packen das jetzt ausgerechnet auf Ihre Betriebswebseite, ist das vielleicht nicht so genial. Genauso müssen Sie darauf achten, welche Vorschriften bezüglich der Nennung des Urhebers gemacht werden. Da steht nämlich häufig drin, dass Sie entweder die Bilddatenbank anzugeben haben oder den Autor zu nennen haben, also den Fotografen. Und dann heißt das auch, der Fotograf muss nicht, wie man das oft sieht, irgendwo mal im Impressum auftauchen, so Bild mit Unfall auf Seite 5, der und der Fotograf, sondern mittlerweile ist die Rechtsprechung da recht streng. Das muss im engen räumlichen Zusammenhang stehen. Und enger räumlicher Zusammenhang heißt, im Grunde muss es unter dem Foto stehen, wenn nicht sogar drin. Ich verweise da immer so auf die Seiten Spiegel Online, Welt.de oder sowas, die Fotografen wirklich immer eng aufführen. Im Grunde sollten Sie es auch so machen, denn es gibt leider so ein Geschäftsmodell, dass ein Fotograf dort seine Fotos einstellt und darauf hofft, dass Sie vergessen, ihn zu nennen. Und dann kommt eben die Abmahnung und dann wird gesagt, kommerzielle Nutzung eines Fotos, das auf der Homepage über 3 Monate weckt und das sind dann durchaus mal 1500 Euro Lizenzschadensersatz, die Sie zahlen haben. Kann man dann noch runterhandeln, da gibt es auch Unterschiede. Ja, ich hatte jetzt einen Rechtsstreit, da ging es darum, da hatte jemand 84 Fotos von so Warenübergaben. Der hat immer fotografiert, wenn Waren ausgeliefert wurden. Und das waren halt 84 Fotos. Und der verlangte dann pro Foto 150 Euro, der Fotograf. Weil es keine Lizenz gab zur Nutzung. Und dann rechnen Sie mal 84 mal 150. Das war durchaus ein Betrag, der den Betrieb auch lahmlegen kann. Sollte man vielleicht vermeiden. Ist eine ganz heiße Geschichte. Wie gesagt, wenn Sie Fotos nutzen, gucken Sie auf die Lizenz, gucken Sie insbesondere, auch wenn die Fotos unter Creative Commons stehen, also Wikimedia und so weiter, die stehen unter einer Creative Commons Lizenz, gucken Sie da drauf, welche, ich habe Ihnen die Lizenztypen gesagt, und vernachlässigen Sie diese Prüfung nicht, sonst kann es Ärger geben. Ja, das war im Grunde so ein kurzer Rundumschlag, Open Content zum Urheberrecht, wenn noch Fragen sind, gerne, ja. Wir haben am Anfang gelernt, dass es Programme gibt und die im deutschen Recht die Urheberschaft quasi bei mir verbleibt, während in den USA das an den Unternehmen abgetreten wird oder automatisch beim Unternehmen bleibt.
Was ändert sich denn da durch TTIP? Gibt es da schon, kann man das schon absehen, wird es da Änderungen geben? Nein, das können Sie so nicht absehen, weil diese urheberrechtliche Frage, das ist ja schon weltweit geklärt, das sind im Grunde urheberrechtliche Fragen. Und TTIP behandelt ja vor allen Dingen den Warenaustausch und die Dienstleistungsdinge. Also, dass da nun grobe Änderungen geplant sind, ist mir so nicht bekannt, kann ich Ihnen aber auch nicht so beantworten. Ich mache ja selber Videos und habe jetzt auch Folien, halt jetzt zum Beispiel von Ihnen. Ja, und die würde ich jetzt in die Videos einbauen. Wie muss ich das dann registrieren? Also die sollen ja unter freier Lizenz sein, also Creative Commons Lizenz. Und wie müssen dann eben solche Folien mit eingebaut werden? Weil ich wandle die ja im Prinzip um von dem einen Medium. Ja, aber ich habe hier ja so einen Zettel, dass ich mit der Veröffentlichung der Folien einverstanden bin. Und dann, damit haben wir eine vertragliche Grundlage. Und damit könnte ich dann jede Lizenz machen? Ja. Aha. Okay. Ich habe ja unterschrieben, dass Sie die Fotos, dass Sie die nutzen können. So, was ich nicht unterschrieben habe, ist, dass Sie die abändern können. Das wäre dann wieder die Änderung. Ah, okay. Ja, da könnte ich also sagen, Moment, warum hast du hier ein Nicht eingefügt, wo es gar nicht hin war? Hm? Genau. Also reicht das? Also ich hatte zum Beispiel einmal eine Person benötigt, die ich selber nicht fotografieren kann, weil die aus Afrika ist. Dann habe ich dort angefragt, ob ich das Foto benutzen kann in meinem Video. Und dafür habe ich ein Okay bekommen per E-Mail und das reicht dann. Ja, bei Fotografien von Personen übrigens Folgendes bitte beachten. Es gibt einen Schutz der Persönlichkeit, ja, und Sie dürfen Personen fotografieren, Sie können aber auch widersprechen. Und insbesondere, wenn Sie es aber veröffentlichen wollen, brauchen Sie die Einwilligung. Das ist Kunsturhebergesetz. Und für jede Person, die Sie fotografieren und das, was Sie dann veröffentlichen wollen, brauchen Sie die Einwilligung dieser Person. Also auch wenn Sie auf der Webseite beispielsweise Ihr Betriebsteam vorstellen möchten oder Ihr Institut, Sie brauchen von jedem einmal die Einwilligung, dass er einverstanden ist, dass seine Porträtfoto veröffentlicht wird und zum anderen die Einwilligung, dass er datenschutzrechtlich damit einverstanden ist, dass das Ganze übers Internet verbreitet wird. Das sind also zwei Dinge, die Sie haben müssen und dementsprechend gibt es auch einen Anspruch des Arbeitnehmers, wenn er aus dem Betrieb ausscheidet, dass die Webseite abgeändert wird und das ist unverzüglich. Also das muss dann innerhalb von 2-3 Tagen geschehen. Also auch da bitte entsprechend vorkehren. Das wäre noch so als Hinweis. So, ja, hier sind noch. Ich habe eine Frage zu den Haftungsrisiken. Wenn Mitarbeiter Code einbauen in den Code des Unternehmens, der lizenzrechtlich geschützt ist, also beispielsweise GPL-Code wird im Unternehmen verwendet, zum einen, wenn das fahrlässig passiert, was kann dem Mitarbeiter drohen, wenn es dort zu einem Prozess kommt, und zum anderen, was passiert, wenn der Mitarbeiter sich dessen bewusst ist, aber er von Vorgesetzten dazu genötigt wird, das trotzdem zu machen. Können Sie da was sagen? Also bei Urheberrechtsverletzungen, die im Unternehmen begangen werden, ist zunächst mal das Unternehmen verantwortlich. Das heißt nicht der Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen macht sich strafbar. Der Mitarbeiter selber kann sich schadensersatzpflichtig machen gegenüber dem Unternehmen. Also das Unternehmen haftet dem Urheber der ursprünglichen Software nach außen und der Mitarbeiter, der diesen Code verletzt hat, kann sich schadensersatzpflichtig machen gegenüber dem Unternehmen, bei dem er angestellt ist. Und das Urheberrechtsverstoß ist auch fahrlässig begehbar und da können entsprechende Konsequenzen daraus drohen. Also arbeitsrechtlich Abmahnung, arbeitsrechtlich Kündigung, wenn es vorsätzlich geschieht und nicht dokumentiert wird. Das ist alles möglich und liegt an normalen arbeitsrechtlichen Kriterien. Also war es schwerwiegend, musste er darauf hingewiesen werden, musste erst eine Abmahnung erfolgen, all diese Dinge. Vermögensrechtlich kann er da auch haften? Oder also zumindest bei wenn er es vorsätzlich begeht, sollte da ein Rückgriff möglich sein. Der Rückgriff bei fahrlässigem Handeln dürfte schwieriger sein, weil man ganz einfach sagt, was war der Grad der Fahrlässigkeit, hat das nun in besonders grobem Maße verletzt und eigentlich kann ich hier Rückgriff nehmen auf diesen Unternehmen. Da muss man dann das konkrete Einzelfall betrachten. Meistens sind Arbeitnehmer durch die Rechtsprechung da doch etwas geschützt und dass sie nicht in Haftung genommen werden, weil ja der Wert oder der Vorteil dieser gefährlichen Arbeit, dass man dort Code verwendet, eigentlich im Unternehmen zugutekommt. Dankeschön. Wenn ich Software entwickle und Teile davon aus der GPL verwende, ja, muss ich dann noch mein gesamtes Softwarepaket unter die GPL stellen oder kann ich nur die Teile, die sich Software, die unter der GPL schon steht, die dann noch hat freigeben? Oder ist das ganze Paket dann unter die GPL zu stellen? Da muss man sich dann immer die Software angucken, aber eigentlich wird das ganze Programm infiziert
wie man es nennt. Okay. Und nur wenn man Programmteile hat, die nun wirklich völlig selbstständig laufen, da könnte man dann drüber nachdenken, ob die noch von dieser Infektion erfasst sind oder nicht. Aber das, im Grunde geht die GPL davon aus, dass das gesamte Programm dann unter die GPL gestellt werden muss. Kann ich das irgendwie speziell vorher definieren, dass ich sage, ich verwende zwar GPL, aber ein gewisser Teil, den möchte ich... Das können Sie nicht. Nein, die GPL spricht davon, solange das notwendig ist, um das Programm zum Laufen zu bringen. Okay. Und wenn nicht, dann müssen Sie entweder gucken, habe ich eine andere Software, die unter einer anderen Lizenz steht, wie BSD, oder schaffe ich das Programm so umzuprogrammieren, dass es selbstständig läuft, oder gibt es Software, die ähnlich funktioniert, deshalb wurde ja die LGPL, die Lesser GPL entworfen, dass ich damit arbeite. Wie sieht denn das aus, wenn ein Bildwerk zum Beispiel ins Internet gestellt wird, angeblich zum Beispiel unter der Creative Commons Lizenz, derjenige, der das aber auf der Seite unter der Lizenz veröffentlicht hat, hat aber vielleicht selbst die Lizenzrechte gar nicht. Wenn ich das als Unternehmen verwende, hafte ich doch als Unternehmen gegenüber dem eigentlichen Urheber direkt, egal, ich kann mich nicht darauf beziehen, dass es irgendwo unter dieser Lizenz doch veröffentlicht wurde, oder? Sie haben als Verwender des Fotos zunächst mal die Nachweispflicht, eine korrekte Lizenz zu haben, und zwar bis zum eigentlichen Urheber zurück. Wenn Sie das von irgendeiner Webseite nehmen und der selber hatte die Lizenz nicht, kann er Ihnen die Lizenz nicht verschaffen. Und deshalb müssen Sie sich im Grunde immer vergewissern, hast du überhaupt, bist du Inhaber dieser Lizenz, hast du das selber geschaffen? Und da im Grunde müssten Sie sich dann zusichern lassen, dass er sagt, ja, ich bin der Fotograf dieses Werkes, ich habe das selber gemacht. Da kommen Sie zwar gegenüber dem ursprünglichen Urheber nicht raus, aber Sie haben zumindest Rückgriffsmöglichkeiten, dass Sie dann sagen, du hast mir das doch verkauft, du hast zugesichert, das ist dein Foto, jetzt ist es doch nicht, jetzt bezahlst du mir bitte den Schaden. Okay, danke. Ja, ich habe mal eine Frage. Diese Abmahnkosten, die sind ja teilweise wahnwitzig hoch. Wie berechnet sich sowas? Also wie berechnet sich Schaden, der im Internet entstanden ist durch Bilder, Musikstücke oder Videos, die jetzt unrechtmäßig weiterverbreitet wurden? Also gemeinhin wird dort immer Bezug genommen auf den berühmten Katalog MFM. Das sind angeblich die Kosten, die mittelständische Fotografen berechnen können, wenn sie Fotografien verkaufen. Die werden jährlich ermittelt und daraus argumentiert man dann. Und dort steht sowas wie auf der ersten Webseite im Internet veröffentlicht 250 Euro pro Jahr oder 500 Euro pro Jahr. Kommt auch darauf an, auf die Größe, auf die Pixeldichte. Das ist dort alles ausdifferenziert. Letztlich ist es alles Rechtsprechung und es haben sich gewisse Sätze in der Rechtsprechung durchgesetzt. Es gibt durchaus dort auch unterschiedliche Ansätze. Also es kommt auch darauf an, in welcher Qualität das Foto ist. Wenn das ein künstlerisch hochwertiges Foto ist, dann ist der Lizenzschaden höher. Wenn das einfache Produktfotografien sind, auch einfach eingesetzt, also so die niedrigsten Sätze sind so einfache Produktfotos bei eBay geklaut, 30 Euro pro Foto, das ist der Lizenzschaden. Dann gibt es andere Gerichte, die sprechen 80 Euro zu, wenn es ein gewerbliches Unternehmen ist, auch mal 150 Euro. Das sind so Sätze, die die Rechtsprechung gebildet hat. Eine Frage, wie sieht es aus mit studentischen Mitschriften in der Vorlesung? Also ich habe das Problem, dass wenn ich Mitschriften aus einer Vorlesung veröffentlichen möchte, zum Beispiel in einer offenen Studiengruppe, manche Professoren das ganz toll finden, so nach dem Motto, ey, Studenten engagieren sich, das ist ja richtig klasse und öffentlicher Bildungsauftrag der Professoren deckt das ja auch und wird ja eher als mit Steuergeldern finanziert. Und wieder andere Professoren sagen, nee, um Gottes Willen, geht ja man gar nicht. Da gehört wenigstens auf jede Folie ein halbes Dutzend Copyright-Zeichen und wenn die Inhalte dann einfach nur abgeschrieben und im Netz landen, dann habe ich dir da total umsonst dran gemacht und wo kämen wir da überhaupt hin? Und Vorlesung nur passwortgeschützt und im hochschulinternen Netz und so. Und das ist halt ziemlich unschön, da ich als Wikipedia-Autor das schon ganz gern auch etwas freier verwenden würde. Natürlich mit Namensnennung und Pipapo. Trotzdem, Vortragstätigkeit ist ausdrücklich genannt im Urheberrechtsgesetz. Auch so ein Vortrag ist eine persönliche geistige Leistung und unterliegt damit dem Urheberrechtsschutz. Und auch, ob der Vortrag veröffentlicht wird, ob die Vortragsinhalte veröffentlicht werden, unterliegen damit der Genehmigungspflicht des Urhebers.
Und wenn der halt sagt, damit bin ich nicht einverstanden, muss man sich daran halten. Die Frage stellt sich, und mir ist aus Amerika durchaus die Entwicklung bekannt, dass dort die Vorlesungen von der Universität gestreamt werden ins Internet. Und dort können Sie praktisch, ich glaube Harvard oder sowas macht das schon standardmäßig, das heißt, Sie haben die Möglichkeit heutzutage bei den berühmtesten Professoren, bei Nobelpreisträgern und so weiter in der Vorlesung zu sitzen übers Internet. Diese Entwicklung ist durchaus im Bereich dieser Diskussion Open Content, Open Access durchaus breit geführt, in Amerika viel weiter als bei uns. Aber es ist eben so, es ist urheberrechtlich geschützte Leistung. Und damit müssen Sie die Einwilligung haben desjenigen, dessen Leistung Sie dort veröffentlichen wollen. So, vielen Dank, Herr Dr. Klostermann, für diesen wirklich spannenden Vortrag. Und ich denke, er konnte das Thema nur kurz anreißen eigentlich.